Holger Grobmüller und Stefan Marie Baumann. Ebenfalls herzlich willkommen an unsere Gäste aus Wurdorf. Sie treten mit folgender Aufstellung an. Die Nummer 1, Johann Albrecht. Mit der Nummer 2, Robin Schaub. Die Nummer 5, Nikola Petrojevic. Mit der Nummer 7, Marc Ngoda. Die Nummer 8, Viktor Frankl Maus. Mit der Nummer 11, Nikolaus Buchholz. Die Nummer 12, Oshane Drews. Mit der Nummer 13, AC Ingegen. Die Nummer 15, Michael Edumeter. Mit der Nummer 19, Paul Albrecht. Die Nummer 20, Karl Müller. Und die Nummer 35, Osman Mia. Coach des Teams ist Julius Thomas. Und dann begrüße ich alle Fans in Blau und Gelb. Guten Abend, Schwellen! Ja, wunderschönen guten Abend am 11. Spieltag der Pro B, die EM Basket Schwelm gegen die Dragons aus Wulmdorf, der 8. Platzierte gegen den 10. Platzierten. An meiner Seite freue ich mich total, Dario Fiorentino, unser ehemaliger Kapitän. Ja, Dario, schön, dass du hier bist. Ja, danke schön. Guck mal, Dario, ich habe mal was für dich. Vielleicht nach der Pause anziehen, weil wir müssen uns ja, so kenne ich dich mit dem Trikot, ja, und das musst du gleich in der Viertelpause anziehen, okay, ja, und dann gewöhne ich mich wieder an den Anblick, weil so kenne ich dich nicht in Zivil und ehrlich gesagt, kann mich auch nicht dran gewöhnen, ja, aber so ist es nun mal, was soll man machen. So, unser Linus ist heute nicht dabei, der ist familienbedingt ist er verhindert. Und dementsprechend machen wir das. Ich hoffe, wir bringen das genauso gut durch. Linus macht das hervorragend. Wir haben das in der Vergangenheit ab und zu mit Benny oder mit Jens Pomerenke habe ich das gemacht. Da waren wir froh, dass wir irgendwann mal einen Nachfolger gefunden haben, Benny. Dario. Dario. Ja. Du hast ja bei uns aufgehört. Wie hältst du dich gerade fit? Ich habe mit ein paar Jungs ein Team zusammengestellt. Kreisliga. Und es ist
eigentlich ist es wirklich, also es ist wirklich lustig, es macht wirklich Spaß. Und der Fokus liegt da wirklich, einfach sich mal treffen, einmal die Woche ein Spiel haben und dann natürlich gewinnen und das Bierchen danach. Ja, okay. Und sind das Jungs, die du von früher kennst oder ja. Auch wahrscheinlich ehemalige Regionalliga-Recken, die dann irgendwann sich in der Kreisliga treffen und genau. Die Liga aufmischen? Ja, ja, und dann haben wir halt Christian Neitzel. Christian, ja, hier auch ehemaliger Schwelmer. Genau. Sascha Bornstein, auch bekannt eigentlich, weil im Wuppertal-Bahn die Damenmannschaft trainiert hatte. Mhm. Und ja, Matthias Kerl spielt auch bei uns mit. Okay. Also wirklich lustige Spaßgruppe. Und wir haben Spaß und das ist wirklich das Wichtigste. Und klasse. Kann gerne so weitergehen. Ja, klasse. Zum heutigen Spiel. Auf Seiten der Baskets fehlt leider Marco Hollersbacher, Topscorer des Teams. Er ist leider krank, hat Grippe. Von uns gute Besserung. Hoffentlich schaust du da gerade zu. Aber CJ Oldham ist dabei, ist spielberechtigt, wird heute seinen ersten Einsatz haben. Auf Röndorfer Seite ist Viktor Frankl-Maus zurückgekehrt. Vor vielen Jahren auch in der Pro A schon mit Röndorf gespielt. Ja. Dann ist er zu Bayern München gegangen und war dann in Köln, lange Zeit verletzt. Aber Anfang der Saison hat er gespielt und ist aber jetzt wieder nach Röndorf gegangen. Aber wer nicht im Kader ist, ist der Amerikaner Christmas. Der ist, glaube ich, nach Frankreich irgendwo hingegangen und dementsprechend auch eine komplett neue, eine neue Aufstellung. Mhm. Was erwartest du von dem Spiel heute? Ja, es wird auf jeden Fall, denke mal, ein schnelles Spiel werden. Es sind auch ein paar junge Leute. Die werden wahrscheinlich sehr, sehr viel rennen. Und ich denke mal, bei Schwelm liegt wirklich der Fokus auch darauf, vernünftig die Sets durchzuspielen und auch die großen Leute zu suchen. Und ja gut, ich hoffe mal, ne, der neue Spieler wird mal sehen, was der drauf hat. Ich kenne ihn ja noch aus der Koblenz zuletzt. Genau. Und war sehr schneller Spieler, war auch immer Rebound gefährlich. Deswegen hoffe ich, dass er auf jeden Fall die Baskets nach vorne bringt. Allerdings ist er ja jetzt nicht unbedingt der Offensivspezialist, sondern soll uns Stabilität in der im Rebounding und in der Verteidigung geben. Mhm. Und ich glaube, da hat es halt gefehlt. Ein bisschen Rotation mit Robert Nordman und mit Daniel Meyer. Das ist, glaube ich, das, was Falk gefehlt hat. Und ich denke auch, dass eine Verpflichtung auf der großen Position sinnvoller war, als sich noch irgendwie auf der 2-3 zu verstärken. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Also unter den Körben fehlt auf jeden Fall das mit dem Rebound. Ja. Und ich hoffe, der holt da einige Bälle runter. Ja, guck mal da, was wir da für eine Starting Lineup haben auf Seiten der EN Baskets. So, ich denke mal, es wird starten Rupert Hennen, CJ Oldham, Marco Buljevic und Daniel Meyer. Ja, mal eine komplett veränderte erste Fünf. Ja, und wenn du genau hinschaust, die Röndorfer sind schon, die sind zwar jung, teilweise Jahrgang 2006. Ja, ja. Deswegen, ja, junge Mannschaft. Und ja. Das ist schon, ich bin gespannt. Also, junge Bild wird es auf jeden Fall werden auf Röndorfer Seite. So, der Tip-Off geht direkt an Röndorf. Gehen ins Setplay. Ich denke mal, dass es auch ganz wichtig ist, heute ganz häufig die Spieler ins Setplay zu bringen, oder? Mhm, auf jeden Fall. Und jetzt. Schöner Extra-Pass. Ja, und der erste Dreier direkt vom Gegner. Denn Burns bringt den, das muss der Schlüssel sein, in Low Post. Da, Buljevic. Kick. Jetzt zu Burns. 6 Sekunden. Ja, der Tipp. Ja, erster Wurf gegen Eider daneben. Ja, und holen auch wieder im Setplay. Ich
denke mal, wir werden auch viel Pick-and-Roll-Situationen haben, Handoff-Situationen, um dann auch den Korb zu attackieren. Jetzt hat da Daniel Meyer die Finger am Ball. Rebound müsste mal gesichert werden. Und er ist offensiv Rebound. Und Schrittfehler. Ballbesitz. Ehen Baskets. Die Schlüssel zum Spiel, um das Spiel heute zu gewinnen. Was wird das Wichtigste heute sein, unabhängig von der Defense und Rebounding? Wie müssen sich die Ehen Baskets insgesamt präsentieren? Die müssen auf jeden Fall bissig sein und auf jeden Fall wollen, aber ich denke mal, so wie ich die anderen Spiele jetzt, die letzten Spiele gesehen habe, haben sie sich auf jeden Fall schon gefunden und das jetzt auf jeden Fall auf dem Feld umsetzen und Vollgas geben. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn du dann schon eine veränderte erste Fünf hast und die auch nochmal finden musst. Wird ja auch oft so gespielt, dass man die veränderte Rotation hat. Deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall klar mit einem neuen Spieler ist das wieder was anderes. Das ist der Paul von Luno. Ja, Daniel Meyer kriegt den Ball unterm Korb und wird auf unserem Korb gefault. Schlag ins Gesicht. Nicht absichtlich, aber letztendlich zwei Freiwürfe für Daniel. Der Freiwurf ist drin. Erster Punkt für die Baskets. Zweite geht daneben. Aber wir haben zumindest die Hand am Ball gehabt und tippten ihn weg. Allerdings landet der Ball bei Rundorf. Jetzt Penetration. Wahrscheinlich Foul gegen Marko Buljevic. Ja, die Penetrations müssen wir schon verhindern heute. Ja. Man sieht das halt schon, dass die Rinder auf jeden Fall schnell sind mit den Screens, mit den Pick and Rolls. Das ist offener Dreier. Ja, das steht 1-6. Opa-Ten jetzt mit Tempo. Richtig. Als Marko Buljevic, der nimmt den Dreier. Der nächste freie Dreier geht daneben und der Rebound. Ja, und jetzt mal mit Tempo. Burns jetzt mit vielleicht mit einer Möglichkeit zu penetrieren. Pick and Roll. Und er geht durch und macht den Korb. Ja, hat das in den letzten Spielen auch gezeigt, ist ein bisschen aufgeblüht jetzt, ne? Gegen Hamburg schon gut gescored und zuletzt auch gegen Wolmirstedt. Das alte Thema erstmal, der Rebound. Uns auf dem Flügel. 7 Sekunden, 6 Sekunden auf der Shot Clock. Buljevic mit einem wilden. Oh! Oh! Der alte Mann von der Dreierlinie. Ja, aber so ein Wurf kann schon mal das Spiel verhindern. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir 2 Punkte. Wieder ein freier Dreier. Oh, da müssen wir besser rotieren, glaube ich. Ja. Weil die zweite Hilfe muss ja schneller kommen. Buljevic steht leider im Aus. Wir sehen es Rundorf. Rundorf nimmt viele Dreier, haben zwar nicht die gleiche Quote wie die im Basket, aber wenn sie frei stehen, dann wird es halt nun mal ein sehr schwieriges Spiel dann. Da hat es gegen stört den Ballvortrag wieder ein Wurf von der Mitteldistanz und der Rebound wieder. Jetzt könnte Burns mal Gas geben, wird aber so ein bisschen gedoppelt. Sucht die Penetration und.
And one von Glenn Burns. Chance für ein 3-Punkt-Spiel. Eigentlich ein relativ sicherer Freiwerfer. War in dem letzten Spiel etwas schwach von der Freiwurflinie, aber wir waren letztes Spiel komplett, also als Kollektiv nicht gut. 14 Freiwürfe haben wir daneben geworfen bei 31 Versuchen. Das wird dann am Ende schwierig gegen eine starke Mannschaft. So, aber hier ist ein Köpfer. Wie ist dein Eindruck der ersten 4 Minuten da? Ja, wie man sieht, bei Ründer schnelles Spiel. Ja gut, jetzt Ballverlust. Anscheinend müssen sie sich doch noch ein bisschen finden, die Baskets. Natürlich auch neuer Spieler auf dem Feld direkt, der CJ Oldham. Ist wahrscheinlich auch noch nicht so lange jetzt im Training dabei. Da muss man jetzt auch erstmal, muss sich wahrscheinlich auch noch reinfinden. Ja, CJ ist am Dienstag gelandet, sollte eigentlich am Montag kommen. Allerdings gab es Probleme mit dem Anschlussflug, deswegen musste er eine Nacht in Chicago übernachten. Dann war sein Koffer auch nicht da, der kam dann 2 Tage später. Wir haben händeringend nach Schuhen gesucht, die ihm passen. Und oh, wie ganz. Wäre es vielleicht besser, den Ball einfach festzuhalten oder jemandem ans Bein zu werfen? Super 10 jetzt mit der Penetration. Kurz war Daniel Meyer. Offensive Rebound. 3 Dreier. Burns am Flügel und Meyer. End. Ah. Schade. War schön gesehen. Ein extra Pass inside. Da hat man das aggressive Spiel gegen die der Rhönhofer gesehen. Als wir noch gespielt haben, was ja auch wir sagen, gegen junge Mannschaften musst du eigentlich Bullyboard spielen, oder? Da musst du doch erst einmal körperlich dich dagegen stellen. Und es ist halt immer irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man jung ist, jugendlich ist und von einem Erwachsenen einen abkriegt, oder? Auf jeden Fall. Und zu der Zeit habe ich sogar in Rhönhof gespielt, als ich noch so jung war. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Er trifft seinen ersten Freiwurf. Was man bei CJ Oldham jetzt gesehen hat in den ersten Minuten, er schließt Lücken in der Defense. Das tut er schon. Ja, jetzt haben wir ein paar freie Dreier gehabt. Das war ärgerlich, aber es steht 11-13. Ein paar Stops und das Spiel kann schon ganz anders aussehen. Ja, also mir gefällt seine Spielweise. Er ist einer, der die Dinge macht, die eventuell manchmal nicht in den Stats zu sehen sind. Burns mit dem Rebound, schnelles Pick and Roll mit Buljevic oder Pick and Pop. Und das mal Rupert-Hen. Nimmt den Jumper und Offensiv-Rebound Buljevic. Und es gibt 2 Freiwürfe. Chance zum Ausgleich. Mit Marco Buljevic hast du auch damals in Essen zusammengespielt. Richtig? Das ist richtig. Boah, noch zusammen. Er kam, glaube ich, aus Oldenburg, ne? Zu euch. Ja, damals, ich kann mich daran erinnern. Er ist für sein Alter immer noch schnell. Wenn ich den beim Training sehe, also ist so ein Mr. 100%. Ne? Der kann gar nicht langsam. Ja, aber damals, als ich ihn in Essen gesehen habe, das war schon höchstes Tempo. Vor allem immer mit einem starken Dreier und einer guten Penetration. Ja, der hat immer einen sehr schnellen ersten Schritt auch gehabt. Und dann auch seine Dreier, die waren auch alle sehr sicher. Oh, jetzt ist der Wechsel. Erster Wechsel, Buljevic geht raus und Kapitän Katschenko. Dein ehemaliger Co-Kapitän. Ja, Katschenko ist dieses Jahr noch nicht ganz aufgeblüht. Aber wir schauen mal, dass das doch mal funktioniert. Und da gut rotiert. CJ jetzt mit dem Ballvortrag. Schön das Spiel kontrolliert. Geht ins Low Post. Gute Bewegung. Holt den Offensiv-Rebound und wird gefoult. Ja, dafür ist er da. Schön gemacht. Auf jeden Fall. Aber man sieht auch, dass er halt schnelle Beine hat.
Und selbst wenn der Ball daneben geht, ist er ganz schnell wieder oben und holt sich den wieder. Ein Leaper. Chance. Zum ersten Punkt im gelben Trikot. Geht der Nummer 1. Oh, da ist er daneben. Der zweite. Der sitzt. Die in Baskets führen 14 zu 13. So, Rupert Henn jetzt im verteidigt Viktor Frankl-Maus, den Neuzugang. Da haben sie endlich auch jemanden gefunden. Oh, Block von Bird. Ne, von Oldham. Freier Dreier von Frankl-Maus. Der sitzt. Ja, das haben sie gut ausgespielt. Nikita jetzt. Dreier, Dreier, Nikita. Leider daneben, aber Rebound. Bleibt jetzt an Ullendorf. Aber der Ball bewegt sich schnell. Da muss der Rebound. Oh. Zweite Möglichkeit von Nikita. Da hat er nicht gut ausgeblockt. Aber hat sich dann im zweiten Versuch den Rebound dann doch geholt. Oldham jetzt. Ja. Nikita jetzt mit seinem Turnaround. Eklig, ne? Eklig, wenn einer mit 2,1 Meter sowas machen kann. Auf jeden Fall. Ja, das war auch immer ärgerlich im Training. Du kennst seinen Move und weißt einfach, was er macht. Er macht ihn trotzdem. Aber ich sehe jetzt auch gerade bei CJ Oldham, finde ich gut, dass auf jeden Fall die Systeme verstehen. Ja, das war das, was ich am Dienstagabend dann auch gesehen habe und am Donnerstag. Ja, der hat sofort alle Plays richtig drauf, auch timingtechnisch. Es ist mal so bei Neuzugängen, die gerade mitten in die Saison reinkommen, ist das manchmal schwierig, dass die Systeme irgendwie richtig laufen. Aber seit gerade schön sauber, wusste sofort, wo er hinlaufen muss. Ja, das hat er gut gemacht. Was viel wichtiger ist jetzt, dass wir, denke ich, dass er schließt gut die Lücken in der Verteidigung, aber wir müssen mitrotieren. Ja, und das ist etwas, was noch nicht ganz so funktioniert. Jetzt Rupert Henn mit einem Closeout, Nikita verteidigt auf Flügel, gut geholfen und ab geht's. Sehr schön. Gehen sofort ins Setplay. Klasse Spiel. Klasse Pick and Roll von Rupi und Daniel Meyer. Und was ich gut finde, ist, dass die EM Basket. Oh. Ich habe vor dem Spiel mit Holger Lohmüller, dem anderen Schiedsrichter, gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm einen Spruch drücken werde. Das kann ich jetzt nicht. Aber irgendwann wird er auch was entscheiden, was mir vielleicht nicht gefällt. Pick and Roll von Röndorf. Rupert mit dem Closeout. Der Rebound muss bei uns bleiben. Gut gemacht. Aber man hat jetzt gerade gesehen, die Rotation. Rupert hat geholfen, dass der Big Guy den Ball unten nicht kriegt. Und dass sein Mann dann natürlich frei ist. Klasse. Das leider nicht aus. Schöne Bewegung. Ja, Volleyball kann man auch in der Offense spielen. Die Closeouts gefallen mir trotzdem nicht. Ist auch ein bisschen zögerlich. Ja. So, kann natürlich an Nervosität liegen. Aber jetzt der freie Dreier. Der Rebound holt ihn mit dem Rebound und geht direkt ins Dribbling. Das finde ich sogar sehr gut, weil du dann das Spiel schneller machen kannst. Rückspiel-Situation. Ja, dann hat er leider Fuß raus. Ja. Ja, jetzt kommt Tim Lang für Rupert Henn und Rob Nordman für Daniel Meyer.
wo er noch wechselt. Aber eher auf der großen Position. Ja. Ne? Wieder das Pick and Roll. Jetzt muss die Hilfe von der anderen Seite kommen. Aber da hätte ruhig Nikita ein bisschen früher rotieren können. Aber er aber geht drauf. Autumn springt drauf und Ballbesitz. Der besitzanzeigende Pfeil sagt was? Einwurf Rönoff, oder? Nee, Basket. Sprung war Rönoff. Okay. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ach doch, die hatten den ersten Angriff und haben mit dem 3 gestanden. Jetzt presst Rönoff an. Sauber Blocks stellen. Ball abholen. Tim Lang bringt den Ball. Hat er gut gemacht. Oh, gibt wieder zwei Freiwürfe. Holding. Ich denke, CJ Oldham geht an die Linie. Bei den letzten zwei, drei Verteidigungssequenzen waren ordentlich. Die Rebounds wurden geholt oder man hatte die Hand noch irgendwie am Ball. Das stimmt uns optimistisch. CJ macht nach dem Freiwurf immer den kleinen Schritt nach vorne. Ja, es gibt durchaus Schiedsrichter, die das dann schon mal abhalten. Ja, Holger Lohmüller macht es nicht. Da hätte ich meine Situation gehabt. Ja, 35 Sekunden in diesem Viertel zu spielen. Gut verteidigt. Tim Lang hat gut rotiert, aber tippt den Ball dann doch ins Aus. Aber trotzdem ist es gut, wenn Röndorf sieht, dass wir irgendwie an den Ball kommen. Boah, schlechter Pass. Und CJ bringt das, macht das Spiel schnell. Geht runter. Burns wahrscheinlich mit einem letzten Pick and Roll. Nee, ist noch Unsicherheit da. Ist noch nicht klar, was passieren soll. Burns geht rein, bringt den Ball zu Offen. Und der. Oh. 24 zu 18 für die EN Baskets nach 10 Minuten. Dario, wie fühlst du dich? Na, bist das erste Mal dabei? Am Anfang? Das erste Mal dabei, ja. Ja, zitterten dir noch die Füße? Ungewohnt. Was man ja nicht sehen konnte hier im Bild. Aber. Oh, meine Maske verrutscht. So. Nach 10 Minuten, 24 zu 18. Was sagst du? Zum ersten Drittel. Also ich finde es jetzt in Ordnung. Klar, jetzt zwei Dreier von den Röndorfern, die waren jetzt ärgerlich. Aber die Rotation ist da, man könnte noch ein bisschen mehr, wie sagt man, Headout, genau, in der Verteidigung, die Big Guys vielleicht noch ein bisschen mehr bumpen, dass das halt mehr so Freiwurflinie oben ist, dann ist die Rotation auch. Ich finde die Rotation, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, du, wenn jemand rotiert, dann geht der erste und es muss automatisch der nächste folgen. Das ist so bruchstückhaft. Ne? Der erste geht raus, dann geht der nächste und schon hast du Timing-Probleme. Genau, wenn der eine schon zögert, ist schon direkt vorbei. Ja. Und aber was wir besser hinkriegen, am Anfang haben wir ein, zwei Offensiv-Rebounds abgegeben und in den letzten Minuten überhaupt nicht. Nee. Das wurde auf jeden Fall mehr ausgeboxt und die Leute aus der Zone bleiben. Ja, das zweite Viertel geht gleich los, muss Einwurf für Röndorf geben, nach der Sprungballsituation jetzt gerade. Und hoffen wir mal, dass das Ganze vielleicht noch besser losgeht und sich noch anders, noch ein bisschen besser entwickelt. Ja. Ich bin mal gespannt, die Aufstellung, die am Anfang auf dem Platz war mit CJ Oldham und Marko Buljevic, die musste sich natürlich auch erstmal finden und aber da ist durchaus Intensität drin. Ja? Marko Buljevic mit seinen 34 Jahren ist immer noch schnell auf den Beinen, ist vielleicht nicht der Rebound-Stärkste, aber hilft der Mannschaft. Und wenn er dann noch den einen oder anderen wichtigen Dreier trifft, dann
umso besser. Ich hoffe ja, dass bei Nikita jetzt mal so langsam eine Knoten platzt. Das könnte hilfreich sein. CJ ist auch noch fällt. Sonst was da noch gewesen. Nee. Ich so stehen geblieben wie im ersten Viertel. Ja, wohl noch bewegt den Ball schnell. Jetzt kommt ein Rob Nordman. Ja, aber gar nicht so verkehrt, so früh zu faulen, anstatt irgendwann mal beim Korbwurf den Wurf wegzunehmen und dann sind entweder auf zwei Freiwürfe oder du hast ein End-One-Spiel. Aber da kann man ja auch, wenn man beim Korbwurf fault, dann durchaus auch mal intensiver faulen, sodass der Ball gar nicht in Richtung Korb fliegt. Ja? Und der nächste Dreier. Ja, haben jetzt gut gemacht. Den Ball von uns passt gegeben. Alleine schon der Outlet-Pass war ja, oder besser gesagt, der Einbruch war ja schon schwierig. Der Hans bringt den Ball jetzt. Outlet. Die Kita jetzt mal. Da kann er ruhig den Ball mal, den Wurf mal nehmen. Ja, klasse, Korping. Schön gemacht. Ja, und da sieht man es halt. Ne? Schnell Schritt und wuschelt sich dann doch noch dadurch. Das ist auch unheimlich beweglich da in der Luft, ne? Ja, gefällt mir gut. Schöner Ziel! Ja. Und er dankt ihm direkt. Und Auszeit! Röndorf! Gute Entscheidung, wie man nicht aus. Steht 26-21 oder 28-21? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich habe mich direkt schon verzählt. Dario the Goat, guck dir das mal an! Scotty P. Monty! Ah! Muss er nicht heute spielen oder spielt er jetzt morgen? Er ist doch jetzt in Gießen. Wenn er gerade zuguckt, wird er wahrscheinlich morgen spielen. Oder er hat noch keine Spielberechtigung. Oder er hat noch keine Spielberechtigung. Steht 28-21. Die Punkte sind noch, stehen noch nicht auf dem Scoreboard. Hm? Kommentare gegen mich gibt es noch keine. Shitstorm ist noch nicht. Damit bin ich ja schon zufrieden. Ja, typische Zeit für Falk, die nochmal zu wechseln. CJ war jetzt die ganze Zeit auf dem Platz, wird ihm wahrscheinlich jetzt noch ein paar Minuten Luft geben. Ja. Und noch wieder im Angriff. Und wieder frei. Aber diesmal besser rotiert. Oh, Runner. Der muss bei uns landen. Ja, schwieriger Wurf. Aber jetzt hat man gesehen, dass es auf jeden Fall aggressiver war, die Verteidigung, und schon hat nicht so den freien Wurf. Ja. Spaß Break. Oh. Ach, gute Vorbilder. Ja. Kann man machen. Wir nicht mehr, aber die Jungs können das gerne machen. Nikita jetzt mit dem Handoff. Freier, ein langer Schrittfehler. Einwurf Röndorf. Bisher haben wir den Ausfall von Hollersbacher gut kompensiert. Wer sollte denn grundsätzlich für Hollersbacher in die Bresche springen? Was ist so deine Denke? Ich sag mal, CJ, der macht auf jeden Fall gerade einen sehr guten Job dafür, also muss ich echt sagen. Aber ansonsten hätte ich jetzt eigentlich eher auf Nikita tendiert. Da ist er ja. Und? Oh.
Oder nicht? Weil Niki da halt auch die Bewegung zum Korb gut macht, wie Marco auf die Dreier werfen kann. Ja, und 6 Punkte in Folge für Röndorf nach der Auszeit. Ja, gucken wir mal die Fouls an. Da ist Röndorf aber gut dabei. Und gerade mit alles bei Röndorf mit der Nummer 35, Usman Njai, hat schon 3 Fouls. Der NBA Prospect, zumindest heißt es so, ein sehr athletischer Spieler. Ja, ja, das wird gut aus. Ja, der wird noch kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Spielt normalerweise 31 Minuten. 18 Punkte. 10 Punkte nicht, sondern Effektivität von 18. Das ist schon ordentlich. Guter Rebounder. 11,7 Rebounds pro Spiel. Auch bei den Blocks immer gut dabei. Mhm. Schnitt 30 Minuten auf dem Feld. Mhm. Ja, Röndorf fest wieder an. Rupertan jetzt auf dem Platz. Falk hat schnell gewechselt, hat Tim Lang aus dem Spiel genommen. Wird verteidigt von Viktor Frankl-Maus. Burns kriegt den Ball auf Flügel, aber es wird faul gepfiffen. Also das Spiel der Röndorfer ist schon etwas faullastig. Offensiv-Foul gepfiffen. Warum? Moving Screen. Also bewegter Block von... War das so? Ich hab's nicht gesehen. Ja. Okay. War leider mit der Kiste draus. Dann nehmen wir das so hin. Ein schöner Spin. Ja, lieber. Aber diesmal Frau Röder. Nach langer Zeit wieder dabei, ne? Hast du nicht auch noch mit dem gespielt? Nee. Aber war der nicht auch in Essen? In Essen, glaube ich, dann war er bei den, in, bei den Dragons in, im Adland. Mhm. Ja. Und Hanau hat er auch gespielt. Oh, oh, Schrittfehler. Und verlegt den Korbleger. Hat er wahrscheinlich gemerkt. Und? Kriegen wir dafür ein unsportliches? Nee. Weil es war auch ein Schrittfehler. Schrittfehler. Ja. Das hätte Herr Lohmüller sehen müssen. War eigentlich sehr offensichtlich. Aber gut, aus der Perspektive ist es wieder was anderes. Ne? Aber... Super, dann wieder aber er auch Glück und... gehabt, dass er den jetzt nicht rein. Ja. Wir den jetzt. Genau, in Zeit. Schöner Pass. Rob muss den machen. Hätte sofort hochgehen müssen. Ja. Hätte sofort das Foul mitgekriegt. Schwieriger Wurf von Burns. Aber da war gerade das Thema wieder mit Juli. Ne? Einmal kurz rein und dann hoch. Ja, wir müssen da tatsächlich viel physischer gegen arbeiten. Ja, auch hier schon alleine im Block. Da passte das Pick and Roll nicht bei Röndorf. Wenn man da ein bisschen physischer gegenhält, dann werden sie Fehler machen. Ja, und haben auch mit, ich glaube, 20 Turnover pro Spiel deutlich mehr Turnover als wir. Wir sind bei 11, das ist eigentlich immer ganz gut. Wie siehst du gerade die Linie der Schiedsrichter? Findest du, das ist zu kleinlich, was da gepfiffen wird, oder siehst du das alles, oder findest du einfach, dass es nicht sauber verteidigt wird? Es ist aggressiv verteidigt auf jeden Fall, ja. Aber
manche Sachen werden noch ein bisschen kleiner gestrichen. Also ich finde, dass auf beiden Seiten vernünftig verteidigt wird. Und okay. Aber anscheinend haben auch einfach die Rhönhofer zu sehr, zu offensichtlich manchmal den Arm da drin, was die Schiedsrichter dann halt sehen. Und dadurch auch die, ja gut, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was jetzt, wie viel Fouls sie schon haben. Da muss besser rotiert werden. Ja, Mitte. Vielleicht. Oh, ja. War aber leider keiner zum Outboxen. Da hatte Daniel zwei Leute. Rupert jetzt mit dem Dreier. Ne, zwei. Aber auch ganz wichtig, dass er wieder ins Scoring kommt. Und Fußentscheidung, kann das sein? Ja. Oder Foul Call. Oder hat Rob Nordman den Ball mit dem Fuß berührt? Wichtig ist, 5 Minuten zu spielen und Rhönhof kratzt wieder an den Teamfouls. Wieder gut rotiert. Rebound muss bei uns ran. Super Ten jetzt. Kuljevic geht zum Korb. Macht den Korbleger. Klasse Bewegung. Das meinte ich ja. Ne? Der erste Schritt von ihm ist halt sehr gut. Und immer noch gut. Ja, und kontrolliert dann auch die Bewegung ganz gut. Als ich mit ihm zusammengespielt habe, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Da war ein bisschen immer schön ausgeboxt. Emmy jetzt wieder. Oben mit Daniel. Nimmt den Dreier, Daniel. Aber man sieht, dass Rhönhof auch immer sofort schnell hinten in der Verteidigung ist. Ja. Also Fastbreak Johnson sind jetzt noch nicht so wirklich da. Aber so viele Fastbreak Johnson hatte Rhönhof auch nicht. Nee. Zwei Punkte für Rhöndorf. 3:45 vor dem Ende des zweiten Viertels. Burns jetzt mit dem Baseline Drive. Macht er gut. Klasse. Und Rhöndorf nimmt wieder eine Auszeit. Das haben wir jetzt ein paar Minuten für ein bisschen vernachlässigt. Bis zum Korbleger von Buljevic und Burns war eigentlich mehr so das heitere Werfen von außen angesagt. Und die waren teilweise auch gar nicht gut rausgespielt, die Würfe. Ne? Also ich finde, bei uns bewegt sich der Ball auch in der Offensive nicht schnell genug. Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen intensiver um die Blöcke rumgehen oder die Handoffs noch ein bisschen schneller ausspielen. Könnte uns auf jeden Fall helfen. Ja, aber man hat schon gesehen, dass ab und zu die Lücke da frei ist, dass Rhönhof da noch nicht so wirklich zu Hilfe kommt. Da muss man halt auch immer dann durchziehen und vorbeiziehen. Vor allem dann auch, wir haben jetzt ein paar Mal das, den Ball in Low Post reingebracht. Dann gab es einen Cut von Nordman, der dann nicht sofort hochgegangen ist. Ansonsten, wenn der Ball zum Big Man kommt und im Prinzip drei Leute um ihn rumstehen, muss einer vom Flügel mit 180 km/h zum Korb cutten. Da hast du einfach einen Korbleger. Das passiert leider nicht, aber wir haben ja mit. Daniel ist ja auch eigentlich kein schlechter Passgeber. Nein, auf keinen Fall. Ja, das sind. Aber es ist ja meistens eigentlich so, ja, wenn die Big Guys unten den Ball kriegen, werden sie oft, vor allem bei Daniel, denke ich mal, hat man jetzt leider nicht so oft gesehen, aber wird oft gedoppelt und dann ist immer einer direkt frei, muss der Ball schnell rotiert werden und immer dann hat man auf jeden Fall immer einen Feind. 36, 31. So. Jetzt wieder
Daniel jetzt im Low Post, verteidigt im Low Post. Ja, sehr gut, guter, sehr gut gemacht. Und Burns mit dem Rebound. Macht das Spiel schnell. Und CJ ist auch wieder drin. Händler könnte eventuell links gehen. Aber geht im Low Post, da ist er. Schöner Baseline. Oh. Ja, der hätte aber früher kommen müssen. Ja. Und Burns wieder mit dem Steal. Und kann rein. Vorleger. Ja, und Goaltending, Korb zählt. Ball war am Brett und dann kam der Block. Herr Rönhoff hat schon zwei Auszeiten genommen. Wir haben eine genommen. Ja. Wäre so die Möglichkeit, dich mal von Röndorf so ein bisschen abzusetzen. Und wieder das Pick and Roll. Rebound Daniel. Gut gemacht. Rupert macht wieder das Spiel schnell. Hier rein. Gut gelöst. Klasse Korbleger. Und jetzt umdrehen und weiter verteidigen. Ja, da sind wir ein bisschen offen. Ja, das Transition Game hätten können wir ein bisschen besser ausspielen. Ja, guter Block von Daniel. Oh. Da pfeift Holger Lohmüller ein Foul. Ja, hat er wahrscheinlich mit dem Ellenbogen am Kopf verbissen. Aber man sieht auch Gründer, die spielen oft auf der Seite 2-2 Game. Also das 2 gegen 2 auf der Seite und dann ist meistens der Short Corner frei für den einfachen Wurf. Ist auch schwer zu verteidigen. Ja. Der erste Freiwurf geht daneben. Gründer hat eh nicht so viele Freiwürfe bekommen bis jetzt, ne? Ja. Vierte war das jetzt. Ja, ich glaube auch. Vierte Freiwurf. Rupert jetzt wieder. Zweier. Burns mit dem Dreier. Oh ja. Voll. Klasse. Sieht gut aus. Aber das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Zum Kopf ziehen. Die Verteidigung zieht zusammen in die Zone und einer ist immer frei. Schrittfehler und Einwurf hier im Basket. Und zwei Freiwürfe. Wir haben vier gezählt. Nee. Aber gerade jetzt, gerade aus dem Feld, sind die Blau-Gelb gerade sehr stark. 78%. Burns ist frei. In der Ecke wird aber nicht gesehen. Von der 3-Punkte-Linie sind wir im Moment nicht so. Aber Freiwürfe, da sind wir heute etwas stärker als beim letzten Mal. Ich finde aber, dass wir bis jetzt schon zu viele Turnover hatten. Ja, guter Wurf. Muss ja auch abschließen. Ah, Rupert wieder verzögert. Und dann wieder. Oh. Oh, klasse Korbleger. Klasse. 38 Sekunden noch zu spielen. 10 Punkte Führung für die EM Baskets. Ist wichtig noch den ein oder anderen Dreier zu verhindern. Und dann gut ausgeboxt. Ja, da geht der nächste Dreier ab. Geht auch daneben und Daniel. Oh! Müssen wir jetzt mal ran. Auch schon wieder. Und wieder Offensive Rebound. Ist ja fürchterlich. Jetzt aber. Und Rupert. 2-1. Und faul gepfiffen. Faul gepfiffen. Korbleger zählt.
Ich würde sagen, da haben wir Glück gehabt, Dario. Weil nach vier oder fünf Offensiven waren sie jetzt gleichzeitig von Grünau. Ja. Ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch einen Freiwurf gleich. Mhm. Und eine Sekunde ist noch zu spielen. Ja, Spieler sind wieder auf dem Feld. Hopaten mit der Chance, nach 5 Offensiv-Rebounds von Röndorf ein 3-Punkte-Spiel zu machen. Mit Ablauf der Uhr. Eine Sekunde ist noch zu spielen. Ja, gut. Ich bin gespannt. Ja, Opi tut den rein. Oder Daniel tippt ihn rein für 2. Aber wir hoffen, dass Rupert den Freiwurf reinmacht. Sehr gut. Eine Sekunde noch zu spielen. Langer Pass. Nee, der hält ihn fest. Okay, 48 zu 35 nach 20 Minuten. Defensiv sieht das bis auf das Rebounding jetzt am Anfang des Spiels und jetzt zum Ende des zweiten Viertels okay aus. Ja. Offensiv 48 Punkte. Okay. Also gesehen, ne, jetzt ein bisschen mehr wieder in der Verteidigung Gas gegeben. Aggressiver verteidigt und in der Offense schön zum Korb gezogen. Von Ruben gerade wunderschön gespielt in den letzten Minuten. Ja. Und verdiente Führung. Ja. Ich krieg mal gerade eine Nachricht, du sollst dein Trikot gleich anziehen in der zweiten Halbzeit. Ja, das ist verpflichtet. Gut. Jetzt ist Halbzeit. Euch viel Spaß in der Halbzeit, erholt euch und wir sehen uns gleich wieder zum dritten Viertel. Thank you.
Ja, da sind wir wieder. Dario, du leuchtest. Ich leuchte, ja. Ja, guck also. Mal. Ja. Passt noch. Ist noch nicht zu eng. Ja, geht so. Kriegst du noch so ein paar Falten? Das ist ja wie bei mir. Ich weiß nicht, ob ich so lange die Luft anhalten kann. Ja, nee, kannst du nicht. Ja, so sieht's aus. Ja, erste Halbzeit haben wir rum. War doch recht ordentlich. Wäre gut, wenn wir jetzt wieder gut starten. Aber wir haben ja vorher, bevor wir jetzt eingeblendet wurden, Warm-up-Musik müssen wir noch drüber reden mit dem DJ. Ja, also Jerusalem und ich bin motiviert für die zweite Halbzeit. Müssen wir noch wirklich. Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal diskutieren. Ja, genau so ist es. Ja, also, das kenne ich ja selber als Spieler immer. Mhm. So langsame Musik, so, da muss man was anderes, das muss pushen. Ja, so sieht's aus. Ja. Sag mal, wir haben ja jetzt gleich die zweite Halbzeit. Eins würde mich interessieren, du hast bei uns auch gehört. Merkst du eigentlich, dass dein Körper dir gerade dankbar ist? Ja. Ja? Ja. Was tut er nicht mehr weh? Die Knie nicht mehr so. Okay. Und die Sprunggelenke auch nicht mehr so. Okay. Ja, ich habe ja mal ein Röntgenbild von deinen Füßen gesehen. Ja, war nicht schön. Das war ja nicht so toll. Nee, das ist schon ein bisschen verschleißt ja. Bei den Jahren. Das ist halt so. Gucken wir mal. Ah, jetzt geht das Spiel weiter. No? Es geht weiter. Zweite Halbzeit geht los. Dritte Viertel Einwurf für die EM Baskets. Die Starting Lineup aus der ersten Halbzeit. Startet wieder. Boateng jetzt. Mit einem Pass zu Daniel Meyer. Bisschen riskant. Aber. Entschuldigt sich aber direkt wieder, ne? Man sieht aber auch gerade, Rönock ist gerade ein bisschen anders aus der Kabine raus. Sieht gerade ein bisschen heißer anscheinend. Ja, gucken wir mal. Schrittfehler würde ich sagen. Wenn man manchmal heiß ist, dann kann man schon mal ein paar Schritte zu viel machen, bevor man lebt. Ja, es kam jetzt gerade irgendwie so ein bisschen mehr gerade von der Bank auf. Ja, aber die laufen jetzt auch zu ihren Gegnern und da ist diese... Ja, ist schon richtig. Das sind Einwürfe. Und ab nach vorne. Tempo. Ja, gerade mal die 8 Sekunden geschafft. Ball auf Buljevic. Ah, gucken. Und Daniel gibt den Ball zu Oldham. Der wird auch reinfallen können. War gutes Hilo. Auf jeden Fall. Wie gerade schon gedacht ist, ne? Dass Daniel auch ein guter Passer ist. Was auch sieht. Na, jetzt mal Tempo von Buljevic. Schnelles Pick and Roll vielleicht mit Daniel Meyer. Oldham. Mit dem Mitteldistanzwurf. Klasse Wurf. Muss auch nicht. Ja. Hätte auch vorher nehmen können, ne? Entweder den Dreier. Hätte ich noch vorher nehmen können, aber danach muss er auf jeden Fall nehmen. Er war so frei. Ja, Ball wird jetzt gut bewegt von Röndorf. Allerdings finde ich, sind die Picks nicht mehr so sauber wie in der ersten Halbzeit. Ja, schiebt ihn rein. Albrecht gegen Buljevic. Das ist ein kleines Mismatch. Und Franke Maus macht Druck auf Boateng. Ja, mal gucken. Alles schnelle Pick and Roll. Klasse Handoff. Schön gemacht. Oh, den muss er machen. Den muss er machen. Da muss Rupert. Aber haben wir noch Glück gehabt. Buljevic, zweier Dreier. Burns, 5 Sekunden.
Oh, wieder ein schlechter Pass. Da sind wir ein bisschen unkonzentriert. Und auf dem Low Post. Oh, Schrittfehler. Zweier Dreier. Geht daneben. Und Einwurf in den Basket. Rotem jetzt. Mit dem Ball. Ganze Seite ist frei mit kleiner Täuschung, Baseline Drive. Schöner Pass. Da ist er. Nimm den Dreier, CJ. Komm hoch. Schöner Rebound. Boah. Schon echt kompliziert der Wurf, den er da Daniel da loslässt. Ja, eher weg vom Korb als zum Korb. Ja. Ja, das gefällt mir gut. Jetzt das Handoff. Oh, und ab, Daniel! Den musst du selber machen. Klasse. Daniel Meyer mit Ballvortrag und Dunking. Dass wir das nochmal erleben, Mensch. Ja. Das ist doch gut. Nein, aber hat diese Saison sowieso schon ein paar. Also ja, gut, aber das war auch gerade ein Pass durch die Beine. Er wollte da so einen Special Pass machen. Durch die Beine und. Ja, klar. Immer, wenn Daniel bei uns auf dem Platz stand, diese Saison war es immer deutlich gefährlicher. Ich finde, er hat sich zur letzten Saison deutlich gesteigert. Und ja, hoffen wir mal, dass er fit bleibt, weil die Rotation mit Oldham, Nordman und ihm, das könnte uns in den nächsten Wochen sehr helfen. Guck mal, das sind die Leute, die sich für den Livestream bedanken. Ja, wir bedanken uns, dass ihr dabei seid. Und ja. Beim nächsten Mal wird aber wahrscheinlich der Linus wieder dabei sein. Müsst ihr auf uns verzichten. Aber ihr könnt uns gerne schreiben, ob ihr das gut fand. Oder es völlig schlecht gefunden habt. Also alles kein Problem für uns. Am Ende wälze ich das eher auf Dario an. So, 54-37. Der Start ist schon mal in Ordnung. Ich denke, es ist jetzt wichtig, dass wir die Intensität auch weiter aufrechterhalten. Das ist auch sehr wichtig. Wir kämpfen jetzt wieder gegen Viktor Frankl-Maus. Ah, da sieht man schon ein bisschen Trainingsrückstand von Viktor, aber er ist trotzdem klasse Aufbauspieler. Zweier, Dreier. Schön ausgebaut. Klasse. Und jetzt mit Tempo. Warum nicht? Da muss ein bisschen Platz gemacht werden für das Pick and Roll. Burns, jetzt mit dem Hand. Crossover, klasse Pass von Uljevic. Aber im Nachpassen. Hand zählt gerade bei der Rotation. Für Fehler. Hat Holger Lohmüller hervorragend gesehen. Dario, wir haben eben schon darüber gesprochen. Du hast mal in Rundhof gespielt. Und welcher Rundhof hast du an die Zeit damals? Ja, das war ja eigentlich das allererste Jahr für mich, was Bundesliga angeht. Damals war es noch zweite Bundesliga Nord und Süd. Da gab es noch nicht die Pro B und Pro A. Und war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung für mich. Ich habe viel gelernt da, weil ich habe auch sehr gute Mitspieler und Mitstreiter da gehabt. Zu einem Jürgen Malbeck, der auch in Schwelm bekannt ist. Und Chris Rojek war auch ein sehr, sehr erfahrener Center. Und von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Aber auch drumherum halt alles. Es war auch alles sehr familiär da. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Die Fans waren auch alle super. Chris Rojek, der, glaube ich, in Iserlohn angefangen hat, ne? Und ist dann nach Röndorf und hat lange in Röndorf gespielt. Der hat sehr lange da, ja. Der hat auch da halt eine Frau hin. Ist auch nicht mehr zurück und hat sehr, sehr lange da gespielt. Ich wusste gar nicht, dass er hier noch fliegen müssen. Wie es jetzt ist, weiß ich jetzt nicht, aber
Er hat auf jeden Fall lange noch da gespielt. Wie siehst du denn das Programm damals? War ja durchaus eine Entwicklung zur Nachwuchsschmiede. Ja. No? Und wie siehst du es heute? Man sieht ja, ne, Rönhoff hat ja auch noch wieder sehr, sehr viele junge Spieler da drin. Und ich denke mal, der Fokus liegt immer noch da sehr auf Jugendspieler. Wieder. Wieder. Und ja, schöne Grüße. Der Roman war damals der Hallensprecher bei uns. Und ja, war eine schöne Zeit für mich. Ich habe viel mitgenommen da. Und das war halt auch das, was mich dann halt nach vorne gepusht hatte immer. Und ja, ich bin bis dahin gekommen, wo ich jetzt gestanden habe. Wer war Trainer? Bertolt Wisselig? Bertolt Wisselig war damals. Ja. Schon ein paar Tage her. Das ist schon ein bisschen her, ja. 2006 war das. Saison 6-7. Ja, da warst du noch leichter und konntest durch die Heimspiele. Auf jeden Fall. Ja, da habe ich sogar mehr oder weniger 3 und 4 gespielt. Als auch H5. Da habe ich auch ungefähr 30 Kilo weniger gehabt damals. 30 Kilo weniger? Ja. Aber da konnte ich auch noch richtig gut. Ich habe dir eben was zu der Röntgenaufnahme deiner Füße gesagt. Da waren sie noch in Ordnung. Ja. Gut verteidigt von Meier. Waldmöller wechselt. Nikita Katschenkov kommt wieder rein für Marko Buljevic. Oh, das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Schön gesehen. Dreier, Dreier. Oh. Vielleicht ein bisschen zu ungeduldig im Moment, oder? Oh. Und Turnover. Oh. Oh. Ach, unnötig. Und der Dreier da. Sofort bestraft. Ja, wir suchen den Weg zum Korb nicht mehr. Nee. Und jetzt Nikita mit freien Dreier. Weit daneben. Aber oh, Oldham. Und lässt sich beim Korbleger faul. Hat er gut gemacht. Was gefreut mit 11 Turnovern. Das ist viel zu viel. So viel machen wir normalerweise pro Spiel im Spiel. Das sieht er jetzt mit dem erfolgreichen Freiwurf. Steht noch einmal in der Linie. Zweite sitzt auf. Wieder. Ja, Rönhoff wird aggressiver. Aber guter Switch jetzt. Noch 9 Sekunden. Jetzt kommt vielleicht das 1 gegen 1. Boah. Ja, das ist zu frei. Ja. Rupert wieder. Zum Korb. Daniel. Oh! Das sind gefährliche Pässe, das ist mir zu nachlässig. Ja, und Blocking Foul. Oh, immer noch ruhig Hooking von Nikita pfeifen können. Mhm. Ordnung kommt für Meier. Jetzt. Ah, das wird gut verteidigt von Röndorf. Ah, aggressive Verteidigung von Röndorf. Das schmeckt den Ehrenbaskets nicht. CJ jetzt. Und Nordman.
Das geht schnell nach vorne und wieder der freie Dreier. Das ist einfach schnell gespielt und erfolgreich. Bei uns jetzt. Rupertan jetzt mit dem Pick and Roll. Und Offensivball von Rote. Ja, sind völlig konsterniert im Moment. Das ist etwas kopflos, was wir da veranstalten. Ich glaube, eine Auszeit wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Nach 3 Dreiern. Ja. Vielleicht wird Mike die noch für das letzte Viertel gebraucht, weil wir haben schon eine genommen. Dann jetzt noch die zweite. Könnte vielleicht daneben gehen. Ja, jetzt wesentlich. Da war er zu klein. Der kam er leider nicht drin. Noch 5 Punkte Führung. Das ist wichtig, da mal ein Erfolgserlebnis in der Offensive sich mal zu holen. Ja. Rupert. 3-3 Nikita, das wäre doch jetzt mal was. Und da ist er. Und jetzt vielleicht noch 1-2 Stops, um da wieder ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Wieder der freie Dreier. Und der Rebound muss bei uns bleiben. Ja. Wieder beruhigt das Spiel. Geht wieder ins Pick and Roll. Und Rupert mit einem Wurf, der auf, ja, der geht vom Röndorfer Spieler ins Aus. Frische 14 Sekunden für die Baskets und einfach Baseline. Nikita mit dem nächsten Dreier und er sitzt. Jetzt wird er warm. Ja, ich hoffe, der bleibt warm. Den können wir gerade gebrauchen. Und Schrittfehler. Ja, die Schiedsrichterin an der Baseline auch genauso gesehen. Hast du da wieder? Da hat Falk oder die Schiedsrichterin hat Gesprächsbedarf. Rupert bringt den Ball wieder. Ja, warum nicht Nikita Katschenko füttern? Wo ist er? Ja. Ne, da hat. Jetzt passen die Würde mal aus. Ja. Und 9 Sekunden. Pick and Roll. Wo ist Nikita? Oh, freier Dreier. Rotem. Oh, schade. Und Baseline zumachen. Gut. Ah. Closeout, da fehlt ein Verteidiger. Ja. Dann klingelt's. Gut nach vorne. Ah. Oh, fast nicht. Gut so. Gut gespielt. Hätte auch ein bisschen früher spielen können. Aber den Korbleger nehmen wir gerne mit. 56 für die Baskets. 1:08 noch zu spielen. Wieder freier Dreier. Das ist unglaublich. Das ist zu viel. Das ist jetzt der 12. Minute. Burns geht zum Korb. Und? Zählt er? Oh, nee. Naja. Burns geht raus, Marko Buljevic kommt rein. Ja, haben wir mit Marko Buljevic und Nikita 2 designierte Dreierschützen. So ein Dreier könnte uns jetzt noch helfen. Buljevic jetzt curlt rum. Nikita wird gut verteidigt. Und oh, Buljevic ist in der Ecke vielleicht frei. Und hoch, Rob. Das ist nicht schön. Und wieder der freie Dreier. Den müssen wir einsammeln. Also den Rebound, das ist. Und der nächste.
Oldham pfeift Njai, fault Njai beim Dreier. Ah! 19 Punkte, mit 19 Punkten haben wir geführt. Und innerhalb von kurzer Zeit sind die Röndorfer auf 7 Punkte dran und haben jetzt die Möglichkeit, auf 4 zu verkürzen. Oh, der erste Freiwurf ist deutlich daneben. Wenn der daneben geht, ist es wichtig, den Rebound da einzusammeln. Der geht daneben und Rebound. Oh. Albo Röndorf. Oldham tippt den Ball unglücklich ins Aus. Und oben. Das macht Nikita eigentlich ganz clever. Sind noch nicht in Teamfouls und stoppt direkt die Penetration. Aber da muss man sie auch irgendwann dafür belohnen. 14 Sekunden Angriffszeit für Röndorf und Offensivfoul von Röndorf. Nikita zieht das Offensivfoul, holt das Offensivfoul und 18 Sekunden. Zeit, den letzten Angriff auszuspielen. Schön Pick and Roll und dann mit Nikita. Ja, irgendwo in der Ecke, Curl in die Ecke und Foul 2. Zwei Freiwürfe für Rupert Hen. Hat er gut gemacht, vielleicht ein bisschen früh, oder? 6,7 Sekunden. Deutlich dann. Zweite Sitz, gut gemacht. Und aus 6,7 Sekunden. Ja, ein bisschen Druck. Da muss noch jemand kommen, und aber kein Druck. Freier Dreier. Und der sitzt da auch. Ja, und so. Macht man einen Gegner stark, wenn man nicht schnell genug rotiert. Muss man einfach so sagen. Dario, was denkst du? Wir haben heute noch keine Zone gespielt. Wäre das jetzt eventuell trotz der starken Quote von Röndorf eine Möglichkeit, den Gegner unter Druck zu setzen jetzt? Einfach mal eine 3-2-Zone, dass du vorne mal die Dreierschützen nimmst. Okay, sie treffen viel von der Seite. Ist natürlich eine Lücke, aber was meinst du? Mal ein anderes Bild geben? Würde ich auf jeden Fall zu tendieren. Wäre auf jeden Fall mal was anderes, weil jetzt gar nicht gespielt worden ist jetzt die ganze 30 Minuten. Und um einmal den Röndorfer vielleicht aus dem Konzept zu bringen und mehr da versuchen, dass sie mehr zu Korb ziehen, dass dann halt da die Zone fliegt. Ja, dann hast du aber auch noch wieder das Problem, dass wenn dass in der Zone erst einmal ein paar Minuten häufig Probleme beim Rebounding hast und mit den zweiten Chancen sollte man Röndorf nicht stark machen. Das auf keinen Fall. Aber jetzt gerade im dritten Viertel haben die eigentlich fast nur über drei erlegt worden. Mhm. Da muss auf jeden Fall jetzt was anderes ran. Oder man muss halt wirklich an die Dreierschützen jetzt dranbleiben und die nicht zu offen lassen. Ich guck mal in die Stats. Ja, 13 Dreier, 41% ja, wir sind zwar auch ein bisschen besser geworden, aber
Ja. Aber mit 2 Würfen machen wir sie auf jeden Fall unruhig. Ja, was mich ein bisschen beunruhigt, sind die Turnover, die wir heute haben. Oh ja. Vor allem sind es häufig Unforced Errors. Ja, da haben wir ein bisschen Konzentrationsprobleme, die wir da haben. Und ja. Muss auf jeden Fall jetzt im letzten Viertel deutlich besser werden. Einwurf für Röndorf. Viktor Frankl-Maus steht schon, um den Ball zu bekommen. Und hier im Baskets mit Hennen, Buljevic, Nordman, Nikita und Daniel Meyer, also recht viel Erfahrung dabei. Und wieder der freie Dreier. Aber hat man gerade gesehen, der Rücken, der wurde, der ist viel zu weit runtergegangen. Ja. Er ist mit dem Screen mitgegangen, war dann weit hinter der Zone. Freie Dreier. Buljevic mit einem freien Dreier. Aber deutlich kurz. Und Einwurf Röndorf. Der Chance, in Führung zu gehen. Guter Block von Meyer. Jetzt muss man sich mal belohnen. Dann wieder. Guter Goal. Ball geht zu Nordman. Wieder zurück zu Hennen. Meyer von Hennen. Contested und offensive Rebound Meyer. Und Buljevic mit dem Dreier und der sitzt. Ganz wichtig erst einmal. Und jetzt wieder ein Stopp. Schnelles Pick and Roll. Oh, oh, da sitzt. Franke Maus verlegt einen 1 gegen 0 Korbleger. Daniel Meyer im Low Post. Geht hoch, wird aber geblockt. Wer hat denn als letztes den Ball berührt? Naja, wahrscheinlich der eine. Ja, aber man sieht es auch gerade, der Albrecht, der Johann Albrecht, 4 von 7 aus dem Feld und das nur über 3. Der hat noch nichts anderes gemacht. Also, dranbleiben. Ja, gut verteidigt. Jetzt ja. Zumachen. Gut verteidigt. Oh, Rob Nordman. Oh. Ah, ist knapp. Nah. Schöner Wurf. Schöner Wurf von Hen. Die Auszeit von Röndorf. Das ist die zweite Auszeit von Röndorf. Wir können ja mal schauen, was so in den anderen Hallen so passiert. Ganz knappes Ding im Moment. Also erst einmal hat Wolmirstedt gegen Wedel gewonnen. Dann Iserlohn liegt hinten zu Hause gegen Stahnsdorf. Ganz knapp, noch nichts entschieden. 6 Minuten 34 noch zu gehen. Und Stahnsdorf führt mit 2. Münster hatte die ganze Zeit Probleme mit Lok Bernau ist aber jetzt in den zu Beginn des letzten Viertels auf 68-62 davongezogen. Was heißt davongezogen? Ist immer noch knapp. Aber es scheint das Spiel jetzt so ein bisschen besser zu kontrollieren. Schauen wir mal, vielleicht gibt es heute eine Überraschung. Ich hoffe nicht, dass die Überraschung heute in der Schwelm Arena stattfindet. Falk schickt wieder die Starting Lineup aufs Feld.
bisschen anpressen. Oh. Oh, verlegen aber jetzt wieder im Tor, Digga, die Röper. Oh, oh Gott. Ja, Turnover von Rupert. Was auch immer da passiert ist. Irgendwie beim Ballvortrag gestolpert, dann ging der Ball ins Aus. Wieder freier Dreier. Wieder freier Dreier. Und der ist kurz, den müssen wir einsammeln. Daniel macht das, was er kann. Rebound zurück. Jetzt. Oh. Schon ein bisschen Glück gehabt. Ungenauer Pass von Marko Buljevic auf Daniel, aber Daniel wird dann etwas bearbeitet. Ja, aber mit 35 ist Njai auch schon wieder da, der auch ein paar Dreier getroffen hat. Sehr schön. Rotman. Oh, Buljevic holt den Rebound. Draufspringen. Viktor Frankl Maus jetzt. Schöne Verteidigung. Ja. Korbleger gestört. Und Ballbesitz Röndorf. Jetzt die Katz verteidigen. Ja, das sieht gar nicht schlechter aus. Ja, Burns macht das Anspiel schwer. Pick and Roll. Und wieder ist Dreier Dreier. Ja, aber es war jetzt wieder leider Rupert schuld. Rupert? Weit, ja. Rupert ist zu weit runtergegangen. Zuhilfe. Der ist fast bis zum Baseline runtergegangen und dann ist sein Mann komplett allein. Ja, was. Okay. Und Zweier, Dreier von Rupert Hen. Ja, das macht er gut. Und Oldman. CJ Oldman, nicht Oldman. Klasse Korbleger von Rupert. Ja. Ja, gutes Closeout grundsätzlich. Und Rebound Burns. Und bring den Ball ruhig. Noch mehr Tempo. Nimmt den freien Dreier. Viel zu früh. Keine gute Entscheidung. Noch wieder einen Ballvortrag. Viktor Franke Maut bringt den Ball. Und wieder freier Dreier. Aber jetzt gehen ein paar Bälle schon daneben. Das ist mal wichtig, mit guten Entscheidungen zu einfachen Korbabschlüssen zu kommen. Ja. Ja, vor allem bei so einem Score ist es jetzt auch wichtig, das Spiel einfach zu kontrollieren. Ja. Nicht zu hastig werden, nicht zu früh abschließen, lieber die Zeit runterspielen lassen. Gute Abschlüsse. Bitte Roll, Rupert Hen, Daniel Meyer jetzt. Wieder ein schlechter Pass. Das ist nicht einfach, diesen Handoff da vom High Post zu spielen. Er muss gut kontrolliert sein, muss meine Umgebung besser wahrnehmen.
Aber das ist doch nicht einfach. Rönhoff macht das gut, gerade auf der Position. Und. Aber Daniel macht seinen Fehler wieder gut hinten in der Defense. Und schon wieder hat Röndorf mehr Fouls in einem Viertel als die EM Baskets. 3 Teamfouls, die EM Baskets haben noch nicht gefoult. Buljevic mit dem Dreier. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger Dreier. Und jetzt ist das entscheidende 3 Auszeiten hat Röndorf schon genommen. Da kann der Trainer jetzt mit einer weiteren, also hat keine mehr und kann auch nicht mehr so eingreifen. Aber für die EM Baskets wird es jetzt auch nur wichtig sein, dass sie einfach aus der Auszeit wieder stark rauskommen. Das haben wir bisher nach jeder Auszeit nicht so ganz gekriegt. Dario, du hast ja ein paar Jahre Basketball auf dem Buckel. Wie hat sich das Spiel in den letzten Jahren entwickelt? Und wenn du das mit dem Spiel von vor 5 bis 7 Jahren vergleichst, was hat sich getan? Das Spiel ist auf jeden Fall schneller geworden. Ich sag mal, auch mit der Jugend wird auch nochmal ganz anders gearbeitet. Wenn ich überlege, in dem Alter hatte ich nicht so ein Training, wie die meisten jungen Leute jetzt haben. Mit den ganzen JBL, NBBL und so weiter. Das kannten wir früher zum Beispiel noch gar nicht. Und wie das jetzt gehandhabt wird. Und man sieht es ja, in Rönhoff sind sehr, sehr viele Spieler, die sehr jung sind. Und der Fokus liegt halt da wirklich drauf, junge Leute nach vorne zu pushen. Das finde ich halt sehr gut. Aber das Spiel wird doch auch universeller, dass jeder Spieler im Prinzip genau, auf verschiedenen Positionen ist. Genau, das kommt noch dazu. Also, ich sag mal, früher war es so eher seltener, dass die Big Guys oder sowas Dreier geworfen haben. Aber die jetzt halt auch mal so ihre Dreier werfen, weil die halt auch mal das Training dazu machen. Und dass halt jeder Spieler gefährlich ist, auch egal welcher Position. So, das Spiel geht weiter. 71. Obertem. Schöner. Und das Foul. Schönes Foul gezogen. Und 2 Freiwürfe für Marko Buljevic, der mir heute sehr gut gefällt. Schön neu. 15 Punkte. Erinnert mich so ein bisschen an das Spiel in Bernau in dieser Saison, als Marco gerade in der entscheidenden Phase ganz, ganz wichtig wurde. Dort aber in erster Linie aus der Distanz gefährlich war, aber hier mit seinen Cuts gut ab vor dem Routinier. Weil man sieht, er ist auch gut verteilt. Ja. 4 Spieler, 2-stellig jetzt mittlerweile mit dem Score. Daniel, 12 Rebounds. Das ist drin. 10 Punkte Führung. Hier war's. Erste Foul im letzten Viertel der EM Baskets. Schön die Penetration erstmal verhindert und ich doch Frank den Maus gar nicht zum Korb hochkommen lassen. Aber hier ist noch nichts gegessen. Schon wieder. Ja, das machen wir jetzt etwas besser. Bin näher dran. Das gefällt mir gut. Closer von Oldham. Und Daniel. Ach gut. Gut ausgespielt.
33 gleich zu spielen. Oh. Und noch eine Bitte. Wieder. Macht Daniel einen Korbleger schwieriger, als er eigentlich ist. Und der Ball landet bei den Ian Baskets. Also, Daniel macht heute ein gutes Spiel. Bis auf die Pässe, auf High Post, aber alles andere gefällt mir sehr gut. Schöne Bewegung. Oh, viel zu kompliziert. Und oh! Feier Dreier, Röndorf. Und Marco fault beim Korbleger. Freiwurf geht daneben. Ist wichtig, den Rebound zu sichern. Nicht zu nah rangehen an den Korb, sonst gibt es wieder einen Offensiv-Rebound. Lockout. Und der zweite Freiwurf ist drin. Superten wieder im Ballvertrag. 81-74. EM Basket. Und Rupert verliert fast den Ball gegen. Oh, Victor Frank im Auge. Fault und zwei Freiwürfe für Superten. Kein cleveres Foul. Ja, gerade nochmal geguckt, Iserlohn führt wieder mit 78-74, bei noch 1,40. Also haben sie sich nochmal zurückgekommen. Rupert hat noch einen Freiwurf. Zweite drin. Es geht weiter. Oh. Dreier verhindert. Gut verteidigt. Ja, aber gut verteidigt, ja. Da haben sie jetzt. Spiel gegen Franke Maus. Und? Und nimmt den Korbleger! Und wenn der einmal ins Rollen kommt, dann. Ja, der hat die Lücke jetzt gesehen. Leistung verteilt. Ja, gute Hände. Und wieder freier Dreier. Rebound. Den holt dann Burns. Wird beim Rebound gefoult und es gibt zwei Freiwürfe für Glenn Burns. Und auch jetzt in der Verteidigung, gerade außen, Daniel mit Daniel Meyer mit Druck am Ball auf der Flügelposition. Burns wirft den ersten daneben. Jetzt häufen sich aber die. Mhm. 15-21. Ja, der zweite ist drin. 1,46 zu spielen, 85-74. Und unser Kameramann zeigt uns den gegnerischen Coach. Hat unser Kameramann die letzte erfolgreiche Verteidigungssequenz unserer Baskets nicht eingefangen. Und Dreier, Buljevic. Nee, geht daneben. Und nochmal versucht wieder schnell. Gut verteidigt. Ist wichtig, die Penetration zu stören. Und gute Hände von Holtem. Klasse gemacht. Gute Verteidigung.
könnt's noch mal. Und es wird gedoppelt. Oh. Und ab nach vorne. Jetzt machen wir Rinder einfach ein bisschen Druck. Ja, weil das einfach die Uhr runterlaufen lassen und an die Linie gehen. Nehmen. 12 Punkte Führung für die NBA-Skets. Mit 2 Punkte. Ja. Ein Fall dazu. Ja. Ja, aber das ist nicht unclever. Nee. Einfach den Zug zum Korb stoppen. Kein Fall. Wenn man noch 2 Fouls hat. Ja. Die wollen doch was zu schweren Würfen zwingen. Aber ich weiß nicht, warum die handeln jetzt. Es geht doch weiter. Ja, Wendorf muss schnell abschließen jetzt. Ja. Ja. Bojewitsch mit einem schnellen Foul. So, einmal raus. Ein Wurf für. Ja. Alter. Und treffen nichts mehr. Und noch treffen nichts mehr. Und. Bringt den Ball zu. 86-74 gewinnen die EN Basket Schwelm gegen Röndorf. Ganz wichtiges Spiel, das ja, ganz bedeutendes Spiel. Wenn wir verloren hätten, wären die Röndorf an uns vorbeigezogen. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Sieg vor. Unsere Gegner, Lok Bernau, alle die auf den benachbarten Plätzen sind, entweder spielen sie morgen. Lok Bernau verliert gerade wahrscheinlich gegen Münster. Ja, und wir haben nächste Woche ein ganz, ganz schweres Spiel in Wedel. Die heute gegen Wolmirstedt verloren haben. Und ja, nach langer Zeit wieder ein Heimsieg. Das war ganz wichtig. Schauen wir mal. Dir, Dario, möchte ich danken, dass du heute dabei warst. Gerne. Ja, ich wünsche dir und euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Wir spielen ja nächste Woche in Wedel. Feiert schön, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann am 8.1. hier beim Spiel gegen die ETV Hamburg. Ja, gegen ETV Hamburg. Euch allen, wie gesagt, ein schönes Fest und kommt gut ins neue Jahr. Schöne Festtage, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.